Fragen wir nach bei der Kollegin Birgit Firnig in Kiew. Frau Firnig, in der Europäischen Union wird also nun über die Frage Bodentruppen in die Ukraine diskutiert, was ja der französische Präsident Macron gestern nicht ausgeschlossen hat. Scholz sagt heute das Gegenteil. Wie wird diese Diskussion in der Ukraine gesehen? Also sagen wir so, sie ist wahrgenommen worden. Also es wird gemeldet in allen Zeitungen, in den Fernsehkanälen wird es gemeldet, aber es wird nicht wirklich kommentiert und offizielle Stellungnahmen dazu gibt es nicht. Man weiß hier, dass solche Findungsprozesse in der EU, bei den westlichen Partnern sehr lange dauern. Zumal ja dann auch gestern NATO-Generalsekretär Stoltenberg das Ganze relativiert hat und auch noch mal gesagt hat, ein derartiger Einsatz sei nicht geplant. Das nimmt man hier also sehr wohl wahr, aber kommentiert es eben nicht. Und wenn man mit Leuten spricht, natürlich, dann sehen das viele Ukrainer eher als eine Drohgebärde Macrons in Richtung Russland. Man glaubt da eher daran, dass man eben Russland, das ja eben sehr stark auftritt, auch mit den Äußerungen von Medvedev in der letzten Woche, man wolle sich als nächstes Odessa vorknöpfen und dann auch noch Kiew einnehmen. Also sieht man das hier eher als eine Art, nicht Retourkutsche, das wäre vielleicht zu weit gefasst, aber als Drohgebärde, um eben auch Russland klarzumachen, es gibt noch viele Optionen der Zusammenarbeit mit der Ukraine. Ja, vielleicht sollte man noch ergänzen, Frau Firnig, dass Medvedev ja auch wiederum mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen europäische Hauptstädte gedroht hat. Zum Stichwort Taurus, zu dieser Diskussion. Der Kanzler hat ja gestern nun die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern apodiktisch ausgeschlossen. Wie ist das denn in der Ukraine aufgenommen worden? Also das ist ja sozusagen aus ukrainischer Sicht schon länger jetzt der Stand. Da hat man auch jetzt gar nicht so viel erwartet. Natürlich, die Ukrainer hoffen weiterhin auf Taurus-Marschflugkörper, weil der Nutzen ist für sie ganz klar. Also gerade die Taurus eignen sich natürlich dazu, Gebäude, Bunker oder eben auch so Bauten wie die Brücke von Kertsch, die eben die Krim mit dem Festland Russlands verbindet. Diese zu zerstören. Und das würde dann dazu führen, dass man eben den Nachschub der russischen Truppen stören können, die Versorgungslinien. Das ist ja die große Hoffnung der Ukrainer. Und man wünscht sich diese Waffen, diese Präzisionswaffen mit großer Reichweite, vor allem auch, weil eben die Munition knapp ist. Man weiß hier, dass mit der Munition, das wird noch Wochen, wenn nicht Monate dauern, der Nachschub, das hakt ja. Und deswegen wäre so etwa, so eine Waffe natürlich sehr wichtig, um eben an der Front sich nicht weiter unter Druck setzen zu lassen. Und zum anderen aber wird natürlich auch hier, ist ja ein ganzer Waffenmix sozusagen im Gespräch. Es geht auch darum, um die Flugabwehr, um eben die ukrainischen Städte besser zu schützen. Stichwort Munition bzw. fehlende Munition. Es heißt hier in Meldungen, erneut musste die Ukraine einen Ort bei Avdijivka räumen. Wie groß ist aktuell der Druck auf die ukrainische Armee und was passiert, wenn nicht bald Munitionsnachschub in großem Maße kommt? Also der Druck ist sehr groß. Auch ukrainische Militärexperten sprechen von, das nennt man also eben Shell Hunger, also ein absolutes Defizit. Experten, mit denen wir gesprochen haben, gehen davon aus, wenn die Russen etwa 10.000 Schuss am Tag haben, haben die Ukrainer 1.500 oder 2.000. Also die Situation ist da wirklich sehr extrem. Und ja, sie haben sich westlich von Avdijivka zurückgezogen hinter Seen, um eben dort Stellungen einzunehmen, die sie dann besser verteidigen können. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es eben wenig Munition ist. Also da sind sie auf einer Anhöhe, die dann eben besser zu verteidigen ist. Was passiert, das weiß man natürlich nicht. Man weiß jetzt nicht, wie viel Druck die russischen Truppen weiter aufbauen werden. Aber hier ist natürlich klar, dass eben auch die Männer, die Soldaten erschöpft sind. Das ist ein großes Problem schon seit Wochen.
Und ja, die ukrainischen Streitkräfte setzen sehr verstärkt auf Drohnen. Da wird sehr viel produziert und da ist es im Augenblick auch schon so, man hat dort neue Drohnen entwickelt und da geht es in die Massenproduktion über, so langsam. Man setzt also sehr, sehr stark darauf, ob das jetzt dann dazu führen wird, dass eben die russischen Streitkräfte dort gestoppt werden können. Weiß man natürlich nicht. Aber natürlich, die Witterung ist im Augenblick gut. Es ist nicht mehr so kalt wie noch vor ein paar Wochen. Das hilft natürlich den ukrainischen Soldaten. Aber die Situation ist sehr ernst. Birgit Fernig war das aus Kiew. Ich sage danke für Ihre Zeit und diese Erläuterungen.